Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und ich habe keine Ahnung, ob ihr es wusstet, aber gestern, am 9. Februar 2015, ist was unfassbar Geiles passiert. Holy shit! Und zwar haben Marvel und Sony angekündigt, dass sie in Zukunft gemeinsame Sache machen und Spider-Man endlich, wirklich endlich, ins Marvel-Kini-Universum integrieren werden. Das äußert sich dann dadurch, dass Spider-Man zum einen erstmal in Captain America 3 Civil War auftauchen wird und zum anderen wurde auch ein neuer, komplett neuer Spider-Man-Film angekündigt. Mother of God! Das ist wirklich einfach sowas von schicken. Ja, ich kann nicht in Worte fassen, wie ich abgegangen bin, als ich diese Meldung gelesen habe. Eigentlich schon fast von Anfang an des neuen Marvel-Filmuniversums, beziehungsweise spätestens seit dem ersten Thor-Film, habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, dass Spider-Man bei den Avengers nicht mit dabei sein wird. Einfach weil Marvel vor Jahren, als sie fast pleite waren, ja, das ist wirklich mal passiert, als sie fast pleite waren, haben sie nämlich die Rechte an Spider-Man an Sony verkauft und unter anderem auch die Rechte für die X-Men und die Fantastic Four an Fox, aber das ist eine andere Sache. Aber jedenfalls war es deswegen eigentlich nie möglich, dass Spider-Man in einem Avengers oder den neuen Marvel-Universum-Film vorkommt. Da gehört er aber hin, verdammte Axt! Und als wäre es nicht geil genug, dass Spider-Man jetzt endlich in dem neuen Marvel-Filmuniversum seine gerechte Rolle bekommt. Nein, nicht nur das. Sie führen ihn sogar ein in Captain America Civil War. Für die ganzen Nicht-Comic-Nerds unter euch, die jetzt eventuell zusehen und mit dem Begriff Civil War, Captain America und was auch immer jetzt nichts anfangen können, ist gar kein Problem. Ich erkläre euch das mal ganz, 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 ganz grob. Marvel möchte natürlich mit seinen Comicbüchern so viel Geld verdienen wie möglich und deswegen reicht es mittlerweile nicht mehr aus, wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, einfach nur sagt, gut, ich lese jetzt ein bisschen Iron Man oder ich lese jetzt ein bisschen Spider-Man. Nee, weil es wird einem passieren, dass wenn man diese Comicbücher liest, dass dann hier und da, weiß ich nicht, auf einmal liest man Spider-Man und dann steht auf einmal Thor vor der Tür und sagt so: Bei Odins Bart, Arachidmensch, mein Freund und Mitstreiter. Lange Zeit ist vergangen, seit es uns das letzte Mal vergönnt war, gemeinsam auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Und in so einem Moment findet man dann da unten so eine kleine Fußnote, die dann sagt, keine Ahnung, um zu verstehen, warum Thor jetzt hier am Start ist und warum er einen neuen Haarschnitt hat, lese mal die Torhefte 26 bis 32 und dann am besten auch nochmal irgendwie Guardians of the Galaxy und dann nochmal Silver Surfer und dann weißt du, warum Thor jetzt hier dabei ist. Das macht Marvel natürlich nur, um mehr Comicbücher abzusetzen, weil sie sich denken, okay, die Fans, die es wirklich interessiert, laufen jetzt los und fangen an, sich die Thor-Comicbücher zu kaufen, um zu wissen, was da passiert ist und bleiben dann ja eventuell an der Serie kleben. In unregelmäßigen Abständen legt Marvel dann aber nochmal eine Schippe oben drauf und organisiert sogenannte Events, was im Prinzip nichts anderes ist als, sie kündigen eine Storyline an, bei der alle Handlungsstränge aus allen aktuellen Marvel-Comics oder zumindest aus den meisten aktuellen Marvel-Comics zusammenlaufen, weil irgendein großer Bösewicht auf einmal auf den Plan tritt oder was auch immer. Das heißt, alle ein, zwei Jahre laufen alle Marvel-Comics zusammen und erzählen dann irgendeine Geschichte, wo sich alle Helden gegenseitig auf die Fresse hauen, aus was für einem Grund auch immer. Beispiele wären da zum Beispiel World War Hulk oder Age of Ultron oder Fear Itself oder eben Civil War. Das heißt also, was Marvel mit seinen Kinofilmen macht, also sprich erst Iron Man 1, dann Thor, dann Hulk, dann Iron Man 2 und auf einmal BAM, Avengers, alle kommen zusammen im Kino. Das ist eigentlich nur von den Comics abgeguckt. Die fahren die Schiene schon seit Jahren. Civil War ist in den Comicbüchern jetzt also eine Storyline, bei der alle Serien wieder zusammenlaufen und wo, wie der Name schon impliziert, es Bürgerkrieg gibt zwischen den Superhelden und sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Und das ist wirklich eine sehr krasse und sehr gute Story und
seitdem das Marvel-Universum als solches in den Filmen angekündigt wurde und klar war, dass es irgendwann einen Avengers-Film geben wird, habe ich gehofft, ich habe es mir so gewünscht, dass dann irgendwann halt Avengers 2 oder Avengers 3 dann halt dieser Civil War-Film sein wird. Mir war aber immer klar eigentlich, dass das nicht wirklich sein kann, weil Spider-Man da eine sehr zentrale Rolle spielt. Gott sei Dank habe ich mich getäuscht. Als der Titel von Captain America 3 als Civil War angekündigt wurde, war ich schon ziemlich deprimiert, weil ich wusste, kein Spider-Man. Scheiße. Aber genau das ist jetzt gegeben und deswegen sage ich, the hype is real! Trotzdem weicht meine, ich sag mal, erstmal explosive Euphorie dann jetzt doch direkt wieder der Skepsis, weil ich mir einfach frage, wie genau setzen die das jetzt um? Wir wissen akut halt nur, dass Spider-Man in Civil War mit dabei sein wird. Und dass er später einen neuen, eigenständigen Spider-Man-Film bekommt. Das heißt jetzt aber nicht, wie groß der Anteil von Spider-Man in Civil War sein wird. Es könnte nämlich genauso gut sein, dass sie Spider-Man einfach nur in eine End-Credit-Szene packen, wie Marvel das gerne macht, um neue Charaktere einzuführen. Und das wäre echt scheiße. Wie gesagt, Spider-Man ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt dieses Civil War-Events aus den Comics. Und wenn sie das jetzt nicht richtig umsetzen, obwohl sie Spider-Man haben, dann raste ich komplett aus! Aber darüber wissen wir ja noch gar nichts, wie es dann später wirklich wird. Das wurde ja gerade erst angekündigt und deswegen beruhige ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen. Und wir schauen uns am besten mal an, was wir denn wirklich jetzt gerade wissen. Es wird definitiv Peter Parker. Als vor ein paar Monaten schon die Gerüchte aufkamen, dass Sony und Marvel kollaborieren könnten in Bezug auf Spider-Man, sind schon einige Stimmen laut geworden, die, ja, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, sich wirklich gewünscht haben, dass es so kommt, aber die haben doch angemerkt, dass anstelle von Peter Parker Miles Morales als Spider-Man in dem Marvel-Filmuniversum vorkommen könnte. Und Gott sei Dank ist die nicht so. Sie lassen Miles da, wo er ist, und zwar in den Comicbüchern. Und wir bekommen wirklich Peter Parker. Das ist schon mal eine gute Sache. Hey, Andrew. Andrew Garfield. Ja, Andrew, genau. Du, war schön mit dir, aber mach's gut. Wir sehen uns bestimmt niemals wieder. Da das Ganze schon wieder eine Art Neustart werden soll für Spider-Man, wird Andrew Garfield wohl nicht mehr Spider-Man spielen. Das ist jetzt wohl schon beschlossene Sache. Sie werden irgendjemand Neues casten. Und das finde ich persönlich schade, weil Andrew Garfield hat mir als Spider-Man, nur als die Figur Spider-Man oder als Schauspieler, eigentlich sehr gut gefallen. Gerüchten zufolge gibt es da ein paar Gründe, warum Garfield jetzt gehen musste. Angeblich hätte er sich mit dem Verantwortlichen bei Sony so ein bisschen verkracht und die hätten sich gestritten und er wäre zu irgendwelchen Essen und Meetings nicht gekommen und er hat sich schlecht über Amazing Spider-Man 2 geäußert in dem Interview, wo er gesagt hat, ja, der Film ist halt so geworden, wie er ist, weil die Verantwortlichen bei Sony der Meinung waren, sie müssten da nochmal so ein bisschen dran rumschnippeln. Und deswegen ist Amazing Spider-Man 2 wirklich nicht mehr der Film, den sich der Regisseur eigentlich ursprünglich vorgestellt hatte. Bin ich jetzt der Einzige oder kommt mir das irgendwie bekannt vor? Ja, das haben wir schon mal gehört. Eine andere Sache, die jetzt schon bestätigt wurde, ist, sie gehen eine neue Richtung mit diesem Spider-Man. Sie gehen mit diesem Spider-Man also eine neue Richtung. Ja, tolle Karte. Das kann so ziemlich alles heißen eigentlich. Von, ich weiß auch nicht, wir ändern seine Persönlichkeit zu, er kriegt ein neues Kostüm, über, er hat eine neue Origin-Story. Bitte verhackstückt nicht noch einen Film, in dem wir Spider-Mans Ursprung sehen. Wir kennen den Charakter mittlerweile. Es ist gerade wirklich nur noch eine Interpretationsfrage, was man darunter verstehen möchte. Aber ich könnte mir vorstellen, oder ich würde zu einem gewissen Teil hoffen wirklich, dass
Diese neue Richtung bedeutet, dass sie Spider-Man seinen Iron Spider Suit geben. Also für diejenigen unter euch, die jetzt wieder die Comics nicht lesen und dies nicht wissen können, Iron Man hat Spider-Man mal eine Iron Man Rüstung auf Spider-Man zugeschnitten gebaut. Das sieht dann so aus wie auf diesem Bild. Und ja, das Ding war ziemlich cool und hat auch Spider-Man ein paar mehr Fähigkeiten gegeben und mehr Möglichkeiten. Und da das jetzt vielleicht so ein bisschen neuer und anders alles sein soll, um sich vielleicht auch von dem alten Spider-Man-Film zu differenzieren, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass sie in diesen Anzug gehen. Und das fände ich persönlich ziemlich cool. Immer wenn ich Marvel vs. Capcom 3 spiele, ist das mein Standardanzug für Spider-Man. Oh yeah. Dass nicht nur Sony das sehr ernst nimmt, sondern auch Marvel, zeigt sich alleine schon darin, dass sie ja gemeinsam einen neuen Spider-Man-Film angekündigt haben. Und sie aufgrund von diesem Spider-Man-Film jetzt Starttermine für andere Marvel-Filme, die eigentlich schon feststanden, weiter nach hinten verschoben hat. Das betrifft jetzt unter anderem zum Beispiel Thor 3, Doctor Strange und Avengers Teil 3, Part 1 und Part 2. Alter, das ist wie bei Star Wars. Die planen das durch bis 2020. Ich bin 30, wenn ich diese Filme sehe. Also Leute, hoffen wir einfach alle mal das Beste. Ich habe jetzt einfach mittlerweile starkes Vertrauen in Marvel, wenn auch definitiv nicht in Sony. Wenn ich mir so an die Dinge erinnere, die in Amazing Spider-Man 2 so abgegangen sind. Ist ja auch egal, ich will mich jetzt nicht schon wieder darüber aufregen. Leute, was ich euch damit einfach nur sagen will, ist, freut euch, ich freue mich auch, ich bin gehypt. Ich denke nicht, dass sie das verkacken werden, weil sie sich der Tragweite von dem, was sie da tun, wirklich bewusst sind. Und wenn sie jetzt noch Wolverine zurückbekommen von Fox, ja, dann kann ich einen glücklichen Tod sterben. Bis zum nächsten Video sage ich euch Chill mit Ö und Haunse Baunse!